Das Treiben in der Vesperkirche Reutlingen ist in vollem Gange. Das neue Konzept in diesem Jahr sieht vor, dass sich die Gäste einfach an den Tisch setzen können und bedient werden. Wer etwas geben kann und möchte, kann die bereitgestellten Spendenboxen füllen. Unter das Servicepersonal, das aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern besteht, hat sich am Montag der Bundestagsabgeordnete Michael Dont gemischt. Der macht es also als Naturtalent hervorragend, gell? Aber es kommt der andere. Nächste Woche ist die Frau Müller-Gemmeke da. Die Jessica Tati hat auch gesagt, dass sie kommt. Die sind einen Tag dann und helfen mit. Und das ist die Volksnähe, die wir auch verlangen von unseren Politikern, gell? Aber auch der Bundestagsabgeordnete hat Spaß an seiner neuen Arbeit und schätzt die Nähe zu den Gästen. Also das gefällt mir sehr gut. Ich bin ja zum vierten Mal, glaube ich, schon jetzt dabei als Helfer. Zwar nur einen Tag immer, aber man kommt doch mit den Leuten ins Gespräch immer wieder, auch wenn es ein bisschen hektisch ist. Die Leute haben Hunger, wollen rein, wollen was essen. Aber ein paar Sätze, das macht richtig Spaß. Bedürftigen Menschen etwas geben zu können, macht Michael Dont genauso Spaß wie den anderen Ehrenamtlichen. Dennoch hat die ganze Aktion auch einen Beigeschmack. Schließlich ist der angebotene Service zeitlich begrenzt. Bis zum 10. Februar lädt die Vesperkirche Bedürftige, aber auch Solidaresser zu einer warmen Mahlzeit, zu Kaffee und Kuchen oder zu einer kulturellen Veranstaltung ein. Danach gibt es für bedürftige Menschen die Möglichkeit, ins Esshaus in der Rommelsbacher Straße 1 zu kommen. Hier werden alle Gäste zwanglos empfangen und können zu günstigen Preisen eine warme Mahlzeit bekommen. Um die Angebote der Vesperkirche finanzieren zu können, sind die Verantwortlichen vor allem auf eines angewiesen: Spenden und ehrenamtliche Mitarbeiter. Finanziell unterstützt wird die Vesperkirche auch jedes Jahr von großen Firmen wie Hugo Boss. In diesem Jahr konnte das Unternehmen einen Scheck in Höhe von 5.931,22 € überreichen. Die Kosten der Vesperkirche Reutlingen belaufen sich jedes Jahr auf ca. 90.000 bis 100.000 Euro.